Also hier drin zu stehen ist schon ein richtig cooles Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte eigentlich gestern schon drehen, weil wir gestern das erste Mal im Baumarkt waren für den Laden. Aber, wie man mich halt kennt, ich habe die Kamera zu Hause vergessen und das Akku war eh zu schwach. Also, nehmen wir sie heute mit, wir fahren jetzt nämlich in den Laden und danach in den Baumarkt. Habe ich alles? So, nee, ich glaube, ich habe jetzt alles, das heißt, wir können jetzt los. Ich stehe jetzt hier gerade in meinem Badezimmer. Wir haben schon das Klo gereinigt oder zumindest schon mal alles reingekippt, was reinzukippen ist. Suche ich hier kurz eine funktionierende Steckdose. Yes! So, das hier wird das Lager. Da machen wir den Online-Shop dann drin. Die Küche, die da hinten ist, die ist schon 15 Jahre alt. Die wird ausgetauscht. Also die kommt raus, da kommt eine neue Küche rein. Aber die wird genauso groß sein, wie die jetzt ist. Also wirklich so eine Single-Küche. So, dann wie gesagt hier das Badezimmer. Für das Badezimmer haben wir übrigens auch schon Deko gekauft. So ein bisschen Weihnachtsdeko. Und da haben wir jetzt überlegt, dass wir einen schönen weißen, grauen Laminatboden oder wie heißt das? Vinyl-Laminatboden machen. Und die Wände, die werden nur gestrichen. Also da ist jetzt noch Resttapete dran. Das kommt jetzt alles ab. Und dann wird das einmal komplett grundiert, glaube ich. Und dann kommt einfach nur Farbe drauf. Und ich habe mich für ein ganz, ganz, ganz zartes Rosa entschieden. Alles wild halt. Auf geht's zum Baumarkt. Auswahl über Auswahl über Auswahl über Auswahl über Auswahl. Aber ich glaube, der hier wird's. Das ist so ein Vinylboden. Das heißt, der quillt dann auch nicht auf, wenn da zu viel Wasser ist. Und besonders im Winter, wenn die ganzen Leute da mit ihren Schuhen durch den Matsch laufen und dann in unseren Laden, dann quillt der nicht auf. Und ich finde die Farbe auch sehr, sehr schön. Also ich wollte genau sowas haben, sowas Helles, Weiß, Graues. Und dazu eine ganz zarte rosa Wand. Und Möbel dann wahrscheinlich auch eher, denke ich, wobei das auch schön aussieht. Aber ich glaube, der wird's. Wir haben uns jetzt entschieden und zwar für das hier. Kann man es richtig erkennen? In richtig, richtig schöner Farbe. Ich kann auch mal so zeigen. Und wir haben uns auch beraten lassen, ob das auch für den Laden gut ist, weil es muss ja viel mehr aushalten. Ja. So, jetzt geht's an die Farbe für die Wand. Nee, ich möchte was ganz, ganz Zartes. Ich weiß nicht, ich glaube das hier, weil das noch so ein Ticken zu dunkel ist, sieht man in der Kamera gar nicht. Aber man sieht schon, wenn ich sie neben Weiß halte. Da, sieht er? Ich würde es noch ein Ticken heller haben. Aber hier. Ich glaube das hier. So ist schön. Oder? Was sagt ihr? Ah, ich glaube so. Wobei das ein bisschen zu schweinchenrosa ist. Das ist noch ein bisschen schöner. Aber man kann ja hier noch ein bisschen Weiß mit rein mischen, oder? Das ist so orange. Sieht das lila aus? Oh, das ist so kompliziert. Complicated. Ich habe jetzt aber auch keine Farbe gekauft. Wir haben jetzt erstmal ganz viel Kleinkram und Deko. Das ist ganz wichtig. Farbe holen wir nachher später. Dieser Moment, wenn man keinen Bock mehr hat. Wir probieren jetzt einfach einen Handstand. Was? Nein, Timmy meinte gerade, wir können auf jeden Fall so tun, als würden wir was machen. Oh, oh mein Gott. Sollen wir einen Handstand versuchen? Ich kann keinen Handstand, da breche ich mir alle Beine. Probier's doch einfach mal. Was? Ich kann keinen Handstand. Hier ist auch noch richtig Arbeit. Ja, ja. Keine Lust. Also ich könnte sowas. Eventuell könnte ich das. Aber du bist nicht. Aber ich traue mich nicht, weil ich ein unglaublicher Nappel bin in sowas. Also ich würde eher die Hälfte kaputt machen und dann Ausraster kriegen, weil es nicht funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Deswegen lieber nicht. Wieder zu Hause. Und ich war schon duschen, wie man unschwer erkennen kann. Was machst du denn, Juna? Ich bin ein Hund. Du bist ein Hund? Weil Juanito auch immer da unten ist, ne? Ja. Oh, jetzt sehe ich gerade, ich habe hier gerade einen nassen Fleck hinterlassen mit meinem Handtuch. Ich habe die vielleicht noch ein bisschen mehr abtrocknen sollen. Abmarsch! Mann! Das ist süß! Komm, wir wischen den Flur.
Wird auch mal wieder Zeit. Komm in die Ecke, komm. Hui. Ich muss meine Extensions föhnen, sonst fallen sie raus. Die müssen geföhnt werden. Ich krieg Ärger von der Jenna. Was ist denn eigentlich das hier? Was ist das? Was ist da passiert? So, ich mache mich jetzt ganz schnell fertig. Dann mache ich noch ein kleines bisschen Haushalt. Und dann haben wir heute einen richtig schönen Abend. Da werde ich die Kamera aber nicht mitnehmen. Steht noch mein Stativ von den TikToks drehen. Wir haben heute ein Essen mit Weinabend mit Freunden. Ich liebe ja sowas, wenn man sich so mit ein paar Freunden trifft. Und alle bringen irgendwie was zu essen mit. Und ich stehe auch in der Küche und koche irgendwas Cooles. Und dann gibt es dann halt noch ein bisschen Wein dazu. Ich liebe solche Abende. Das sind die geilsten Abende überhaupt. Neben den Abenden bei den Sixpacks. Ja, ich bin so gerne Party Dinge. Egal. Dann habe ich schon gesehen, dass sind hier drei, vier Pakete angekommen. Werde ich jetzt auch noch auspacken gleich. Also bis gleich. Bin die Zauberkönigin. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich bin jetzt gerade noch dabei, ein bisschen hier sauber zu machen. Und vor allem diese Kommode mal wieder aufzuräumen. Wir haben so schöne Kommode und so schöne Deko. Aber jedes Mal stellen wir immer alles voll. Das ist so nervig. Aber ich habe das auch einfach nicht abgewöhnt von mir. Naja. Habe ich euch eigentlich schon den schönen Kranz gezeigt, den meine Tochter in der Schule gemacht hat? Richtig, richtig schön. Eigentlich wollte ich den haben, aber Mama hat gleich sofort gesagt, also meine Mama, nee, den mache ich bei mir an meine Tür ran. Okay, entspann dich. Schade. Hast du wirklich toll gemacht, Maidi. Der ist wirklich, wirklich wunderschön. Ich werde ihn hier so mit hinstellen. So hier, denke ich. Der muss auf jeden Fall hier bleiben, finde ich. So, die Kunstwerke von meinen Kindern. Auch total süß. Das ist Maidis. Das hat Maidi gemalt, ne? Das erkenne ich. Ja, bei dir auch, bei dir auch, Mimi. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. 3 Wochen später. Naja, wie auch immer. Wir ziehen uns jetzt an und fahren jetzt nämlich in den Laden, denn es ist nämlich einiges jetzt passiert. Der Boden ist verlegt, die Wandfarbe ist dran, wir haben schon so viel Ware da drin. Das komplette Lager ist schon drüben. Ich kann euch ja mal zeigen, wie jetzt gerade aktuell unser Raum aussieht, wo das Lager vorher drin war. So sieht es gerade aktuell bei uns aus. Diese ganzen Kisten werden jetzt noch sortiert. Da kommt noch einiges in den Keller. Da war ja auch vollgestellt, deswegen hat in den Keller nichts mehr reingepasst. Die Sportmaschine ist tatsächlich schon mal wieder benutzt worden. Ja, jedenfalls wird es jetzt hier aus diesem Raum wahrscheinlich ein kleiner Sportraum. Also nicht nur für mich, sondern auch für die Kinder. Okay. Wie es jetzt im Laden aussieht, das werde ich euch jetzt zeigen, weil wir ziehen uns jetzt an. Laufen einmal kurz rüber, danach müssen wir noch einkaufen gehen. Und dann habt ihr wenigstens mal so ein Vorher-Nachher-Vergleich in einem Video. Das war jetzt natürlich nicht so geplant, aber ja, was soll ich machen? Mein Kopf ist randvoll, nur wegen dem Laden. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss. Ich habe ja auch inzwischen 5 Angestellte. Ey, das ist gerade echt mehr als krass. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da alles dranhängt, auch zeitlich und nervlich und einfach nur Wahnsinn. Ich habe eigentlich versucht, weiterzudrehen. Ich wollte mir wieder fest vornehmen, Vlogs zu drehen, aber ey, Leute, ey, dürft mir das echt nicht übel nehmen. Bis da Routine drin ist, wird das wahrscheinlich erstmal nichts werden. Ich habe es versucht, klappt aber gerade aktuell einfach nicht. Gibt Schlimmeres, denke ich. Ich versuche ja auf Instagram uns auf dem Laufenden zu halten, auch auf Annes Weltseite. Das heißt, ihr sitzt nicht ganz auf dem Trockenen. Okay. So, Hunde werden wir auch mitnehmen. Dann haben wir nämlich gleich mit einer Hunde-Gassi-Runde verbunden, weil wir laufen bestimmt jetzt 30 Minuten bis zum Laden. Wenn Juna das mitmacht, eigentlich wollte ich das Laufrad mitnehmen, aber es hat keine Luft mehr auf den Rädern, warum auch immer. Irgendwie ist da komplett die Luft runter. Genau, dann zeige ich euch, wie der Laden aussieht und dann beenden wir das Video. Und dann lade ich das pünktlich hoch am Sonntag. Und wann dann das nächste kommt, wie gesagt, I don't know, ich habe keine Ahnung. Ich müsste eigentlich jetzt mal langsam wieder noch eins drehen, weil hier in der Ecke steht noch ein Adventskalender, der ist noch komplett eingepackt. Den habe ich extra für YouTube gekauft. Extra für euch, um zu zeigen, was da so drin ist. Und steht der hier in der Ecke. Ich weiß nicht mal, welcher Kalender das war, der ist noch komplett eingepackt. Das muss ich also auch noch machen. Ich glaube, an diesen Raum könnt ihr euch noch erinnern, oder? Da war vorher nichts. Das hatten wir letztens gestrichen gehabt. Und inzwischen haben wir hier schon einen kleinen Esstisch. Darf natürlich nicht fehlen, finde ich. Eine neue Küche ist drin. Unser Rechner haben wir jetzt hingestellt. Hier wird der Packtisch, der wird aber noch ein bisschen höher gemacht. Und ansonsten, ihr seht schon, wir haben so viel Ware. Und es ist noch nicht mal alles. Da kommen noch viel, viel mehr hinzu. Das meiste steht nämlich alles, ist gerade noch im Verkaufsraum in Kisten verpackt. Aber ich kann mal so zeigen, was wir jetzt demnächst hier anbieten werden. Und zwar solche Tellerchen. Hier so ein Tellerset mit Löffel, Gabel, kleine Teller, große Teller. Aus Bambus für Kinder. Dann ganz süße Kissen haben wir. Meine neue Handtasche. Ist übrigens auch dieselbe, die ich auch privat benutze. Das kann gar nicht, wo ich die hingestellt habe, muss ich gleich mal gucken. Dann haben wir hier einen Teppich, noch ein Kissen. Ich finde auch diesen Bilderrahmen unfassbar niedlich. Ja, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Schmuck kommt auch noch rein. Ja,
Und jetzt gehen wir mal in den Verkaufsladen. Ja, das ist unser Badezimmer. Wir haben noch nichts weiter dekoriert. Ich glaube, der muss dann nächstes Jahr erst. Och, der ist so hübsch. Den habe ich im Baumarkt gefunden. Ich glaube, im Obi oder Hellweg gab es den. Ich finde den so toll. Der ist auch so groß. Naja, der sollte eigentlich dann hier stehen, dass wenn man vom Verkaufsladen reingucken kann, die Deko dann sieht. Aber wie gesagt, macht jetzt keinen Sinn. Aber die Feier, das Fireset Laternen wird auf jeden Fall hier stehen. Zu klingeln. Ey, wir sind nicht zu Hause. So, und das ist der Verkaufsraum. Ich finde, die Farbe ist so richtig, richtig schön. Noch ein bisschen fleckig, sehe ich gerade. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier noch einmal drüber. Aber der Boden ist verlegt. Hallo, Juna. Das wird hier voller Regale. Da werden Regale. Dann wird hier ein Tresen kommen. Der wird kurz vor die Tür gehen. Die Tür werden wir aushängen. Und auf diese Seite kommen auch nochmal drei Regale. Also ab nach Hause, Mädels. Ambrozeit. Genau. Also, ihr Süßen. Ist schon, also hier drin zu stehen, ist schon ein richtig cooles Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wie gesagt, ich bemühe mich wirklich, aber hab Verständnis. Gerade aktuell ist es einfach, es ist too much. Jetzt auch noch YouTube. Ich habe euch auf jeden Fall ganz so lieb und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Wünsche.